Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur. Und zwar ist das hier so ein Milchaufschäumer von der Firma Graef. Also hier sieht man da diesen Aufschäumer, der sich dreht. Und der Bekannte, der mir diesen Milchaufschäumer gegeben hat, der hat gesagt, dass das Ding innen irgendwie angefangen hat zu funken. Also hier im Gehäuse, das konnte man wohl sehen. Da hat es gefunkt, und zwar nach dem Reinigen, und da scheint wohl ein bisschen Flüssigkeit oder Wasser reingekommen zu sein. Und seitdem geht ja nicht mehr. Und jetzt werde ich mal versuchen, das Ding zu reparieren. Also hier ist nochmal das Modell Graef MS61 400 Watt. Und ja, die Funktion ist eigentlich relativ simpel. Hier ist so eine Platte, so ein Teller, ähnlich wie beim Wasserkocher. Und wenn man den hier aufstellt, dann wird der Kontakt hergestellt. Und dann wird es angeschlossen und dann kann man da eben die Milch sich aufschäumen lassen. Jetzt will ich dann erstmal das Ding versuchen aufzumachen. Wenn ich jetzt also hier mal gucke, ob man da irgendwas aufschrauben kann, sieht man erstmal nichts. Ich habe aber schon festgestellt, hier unter diesen Gummifüßen, wenn man die abmacht, sind also Schrauben. Das heißt, ich werde jetzt hier die Gummifüße erstmal alle abmachen und dann mal hier das Gerät aufschrauben. So, also ganz normale Kreuzschlitzschrauben, keine Sonderschrauben, das ist schon mal sehr gut. Und dann werde ich das hier mal aufmachen und gucken, was da so drin ist. Ich hoffe, dass ich das irgendwie komplett irgendwie auseinandernehmen kann. Mal gucken. Schraube hier noch. Jetzt müsste das eigentlich hier irgendwie abgehen. Naja, das geht hier, wenn man jetzt hier ein bisschen reindrückt. Na, das bewegt sich schon. Aha, auf ist es. Und so sieht das Ding jetzt von innen aus. Ja, da ist eine Leiterplatte drin, wie man sieht. Da sind auch nochmal zwei Schrauben, also hier links und da rechts. Und so wie ich das jetzt sehe, wenn ich jetzt die beiden Schrauben löse, dann kann das sein, dass ich das ganze Teil sozusagen hier zur Oberseite rausziehen kann. Das werde ich jetzt mal machen. Also ich löse jetzt erstmal hier die Schrauben rechts und links. Und dann kriege ich das vielleicht komplett auseinander. Die sind schwer. Schwergängig. Also ich habe jetzt hier die Schrauben abgemacht auf beiden Seiten, da und auch da, aber es bewegt sich gar nichts. Also ich habe versucht, das ein bisschen auseinander zu ziehen. Also das ist extrem fest. Jetzt muss ich noch mal genauer nachgucken, ob da irgendwas klemmt oder wie das montiert ist hier. Da ist auch noch eine Schraube. Und hier auf der anderen Seite ist auch noch eine Schraube für diese Platine, die da noch ist. Ich muss da erstmal gucken, wie ich das jetzt rauskriege. Also ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, diese Haube hier abzuziehen. Der Grund, warum es so schwer ging, ist hier dieses Gummi, was es praktisch noch dicht hält. Ich habe auch die Leiterplatten, diese und auch diese andere, die hier war, gelöst ein bisschen, also die Schrauben abgeschraubt, sodass ich das ein bisschen im Gehäuse noch hin und her bewegen konnte, sodass es jetzt abging. Und hier sieht man jetzt die Elektronik. So sieht es aus. Im Moment sehe ich hier erstmal nichts. Also nichts Auffälliges. Da ist auf jeden Fall ein Schutzlack noch drüber. Das ist hier so ein Filter, denke ich mal, Netzfilter. Und es sieht hier aus wie ein Kondensatornetz, also hier typischerweise Kondensator-Gleichrichter. Noch der Anschluss. Ja, jetzt werde ich das erstmal analysieren und gucken, was da kaputt ist. Da ist auf jeden Fall noch ein IC, was ich im Moment nicht erkennen kann, was es ist. Und hier ist auch noch irgendwie eine Art Triac-Transistor, was auch immer. Kann ich auch im Moment nicht erkennen, was es ist. Also da muss ich erstmal jetzt nachforschen,
wie das hier aufgebaut ist. Hier drunter ist der Motor, den sieht man hier dadurch. Und ja, so sieht es aus. Gut, jetzt werde ich mich mal erstmal um die Leiterplatten kümmern und gucken, was da so drauf ist und wie die aufgebaut sind. Beim etwas genaueren Betrachten der Leiterplatte ist mir hier diese Spule aufgefallen. Dort rechts neben dem Brückengleichrichter. Denn man sieht, die ist offen. Und jetzt werde ich ein Multimeter nehmen und mal checken, ob die noch Durchgang hat. Ja, also da sieht man irgendwie, die ist offen, da ist irgendwas passiert. Und die werde ich jetzt als erstes mal nachmessen oder auf Durchgang prüfen. Dadurch, dass ich mit den Messspitzen hier kaum an die Spule gekommen bin, habe ich diese einfach jetzt mal ausgelötet. Und ich habe sie jetzt hier am Multimeter dran. Man sieht, er zeigt UL an. Das heißt, die Spule hier, die hat wirklich keinen Durchgang, also die ist kaputt. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Spule, die ich hier schon ersatzweise besorgt habe, dann sieht man, dass die natürlich Durchgang hat. Also ich halte sie hier erstmal kurz ran. Ja, also die ist jetzt die neue Spule, jetzt eben 4,4 Ohm oder sowas. Die Spule hat eine Kennzeichnung auch wie bei Widerständen, orange, orange, braun, das heißt, es ist eine 330 Mikrohenry Spule, also die kaputte Spule, da konnte man Gott sei Dank noch die Ringe erkennen. Ich werde jetzt natürlich hier die neue Spule einlöten und ich werde dann aber auch nochmal gucken, was hier auf der Leiterplatte an Bauteilen noch drauf ist. Also ich sehe, da ist auch noch ein SMD-Bauteil drauf, ein IC. Und ich will einfach mal wissen, wie das aufgebaut ist hier, sodass ich grob nochmal gucken kann, was da eventuell noch kaputt sein könnte. Und dann werde ich mit einer Niederspannung hier mal einspeisen, also nicht gleich mit 230 Volt, sondern mit einer kleineren Wechselspannung mal einspeisen, um zu gucken, was passiert. Also jetzt werde ich erstmal die Spule einlöten. Die neue Spule habe ich hier eingelötet, wie man sieht. Und ich habe jetzt auch ein paar Sachen ausfindig machen können. Es war sehr schwer, bei den Bauteilen die Dinge abzulesen, die Bezeichnungen. Aber vielleicht erstmal so viel. Wir haben natürlich die Einspeisung 230 Volt mit Netzfiltern und VDRs. Dann kommt eine Sicherung, dann kommt dieser Brückengleichrichter. Also der hier. Und dann kommt dieses IC. Und da hatte ich die größten Probleme herauszufinden, was es ist, weil es sehr schlecht abzulesen war der Wert oder der Typ. Letztendlich konnte ich aber erkennen, es war von ST und am Ende war irgendwas mit 12A, sodass ich da nachgeforscht habe und letztendlich ist es eine Viper 12A. Das ist ein SMPS, also ein Switch Mode Power Supply Regler. Primary Switcher nennt sich das. Und was man jetzt hier hat, ist also ein primär getaktetes Schaltnetzteil. Der Trafo, den ich hier gezeichnet habe, das ist der Trafo, der hier auf der Rückseite ist. Den hatte ich zuerst nicht wirklich wahrgenommen. Also das ist hier wirklich ein Schaltregler drin und kein Kondensatornetzteil, was ich vorher vermutete. Des Weiteren ist auf dem Board tatsächlich ein Mikrocontroller. Dieser SH67P847. Ich halte es mal hier hoch. Und zwar von Sino Wells. Das ist eigentlich ein OTP. Das heißt, man kann den nur einmal programmieren. Das ist also ein ROM-basierend. 4-Bit-Mikrocontroller und das ist hier dieses SMD-Bauteil, was hier unter dem Kondensator ist. Ja, also das ist ein 4-Bit-Mikrocontroller. Dann haben wir noch den 7806, das ist dieser Spannungsregler. Und ja, was ist noch drauf? Natürlich der Brückengleichrichter, dieser DB157 und interessanterweise das Relais, was hier drauf ist, das schaltet hier eine Heizung ein, also hier ist noch eine Heizung drin, ist vom Typ SJS 112 dm. Danach habe ich auch mal gesucht und interessanterweise gibt es das derzeit bei Polin für 70 Cent. Also das ist jetzt praktisch hier in diesem Gerät drin und jetzt werde ich im Prinzip noch mal eine Niederspannung anlegen, um zu gucken, was da funktioniert, um eventuell noch weitere Dinge herausfinden zu können. Ich habe jetzt hier das Netzgerät angeschlossen, also Niederspannung ungefährlich einmal an den blauen. Und dann hier an diesem, hier oben an dem Kondensator, das hängt ja die braune Zuleitung dran.
Und wenn ich jetzt hier die Tasten drücke, das habe ich schon festgestellt, also da tut sich was. Also man sieht, da ist leuchten die Leuchtdioden. Das Relais klickt auch. Und wenn ich jetzt hier die Spannung mal an dem Spannungsregler nachmesse, die Eingangsspannung, das sieht man hier auf dem Multimeter. Ich hoffe, das erkennt man, ich will das mal hochklappen. Das ist vielleicht besser. Ach, dann hält es leider nicht. Ich muss es leider so liegen lassen. Ich werde nochmal hier die Spannung messen. Also der Kühlkörper ist ground. Also die Eingangsspannung liegt bei 11 Volt und die Ausgangsspannung, da kommt nichts so mit raus, doch 6 Volt. Also durch den Lack gibt es hier ein bisschen Kontaktschwierigkeiten mit den Messspitzen, aber wenn ich richtig drauf halte, dann hab ich also hier 6 Volt Ausgangsspannung. Und da ist noch eine 10er Diode drauf, die hier, die etwas rötliche, da messe ich auch noch mal kurz. Und das ist meiner Meinung nach eine 10 Volt 10er Diode. Und man sieht 10 Volt. Also das scheint zu funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, gucke ich noch weiter nach Fehlern oder Problemen, die hier sein könnten. Im Moment kann ich erstmal so nichts sehen, was ich noch machen werde. Ich werde mal ein paar Bauteile einzeln durchmessen. Also so die Dioden und so. Und wenn das alles okay ist, dann werde ich das Gerät erstmal vorsichtig zusammenstecken und dann nochmal mit Netzspannung betreiben. Wenn man Bauteile hier auf so einer Platine durchmessen will, ist ganz wichtig, dass man erstmal alles spannungsfrei schaltet. Also ist jetzt nichts angeschlossen hier an dem Gerät. Und ich fange einfach mal an mit einem Diodentest. Das heißt, ich werde einige Dioden mal durchtesten. Dazu habe ich das Messgerät hier natürlich in den Diodenmessbereich gebracht. Und dann muss man mit Select, falls es vorhanden ist, hier das soweit drücken, dass hier auch das Diodensymbol erscheint. Und eine normale Siliziumdiode hat in Durchlassrichtung ungefähr 0,6 Volt oder so. Und das wird dann eigentlich hier auch angezeigt. Ich will es mal hier zeigen. Ich habe hier mehrere Dioden auf dem Board. Hier in der Mitte zum Beispiel, mit M2 ist die gekennzeichnet. Die hat eben hier 0,65 Volt im Durchlassbereich und im entgegengesetzten Bereich, Sperrbereich, hat es eben ist nicht leitend, also muss OL anzeigen. Also das ist dann bei jeder Diode, sollte das so in etwa angezeigt sein. Die ist in Ordnung. Diese Diode ist in Ordnung, die hat ein bisschen weniger, kommt aber nicht so genau drauf an. Hier auch. Das ist hier eine Z-Diode gerade, die ich hatte. Das heißt, im Sperrbereich kann es durchaus sein, dass sie dort etwas anzeigt, wie man sieht. Das heißt aber nicht, dass sie kaputt ist. Und dann haben wir hier noch eine Diode. Normale. Die zeigt also auch 0,5 an. Und dann haben wir den Brückenleitrichter. Und da ist es so, dass man vom Wechseleingang zum Plus auf beiden Seiten, also Wechseleingang ist dann der rote hier. Nach Plus haben wir 0,5, von dem anderen auch. Und bei dem Minus ist es genau umgekehrt. Da muss ich jetzt also hier umdrehen. Minus geht an Wechsel da 0,5, 0,6 knapp. Und hier auch. Und dann sieht man also, der Brückenleuchtrichter ist wahrscheinlich in Ordnung. Es gibt hier noch eine Diode. Und zwar ist es die Freilaufdiode am Relais. Und das ist natürlich so, dadurch, dass das Relais da parallel hängt, wird man hier sehen, ist da die Spannung viel, viel niedriger und in entgegengesetzter Richtung auch, weil es natürlich parallel läuft. Also hier sieht man einmal 0,338, aber auch in der entgegengesetzten Richtung, eben wie man gesehen hat, ist auch 0,338. Das heißt aber nicht, dass die Diode kaputt ist, sondern es liegt einfach nur daran, dass das Relais dort parallel zu dieser Diode liegt. Auf dem Board befinden sich auch noch zwei SMD-Transistoren, hier oben links, dort diese beiden. Und die kann man auch testen mit dem Diodentester, denn zwischen Basis-Emitter und Basis-Kollektor ist jeweils eine Diodenstrecke. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Transistoren NPN-Transistoren sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier von der Basis zum Emitter gehe, habe ich wahrscheinlich irgendwie 0,7, wie man hier sieht.
Und hier zur anderen Seite dann eben auch, ja, 0,7. Zwischen Kollektor und Emitter dürfte eigentlich nichts sein, also nichts Wirkliches. Hier sieht man allerdings was. Also hier sieht man 0, ja, das ist eine etwas höhere Spannung. Hier ist auch eine Spannung, die 0,7 Volt ist. Es kann sein, dass der Transistor eine Macke hat. Das kommt immer darauf an, was jetzt da noch parallel hängt. Ich nehme mal den anderen Transistor, der da noch ist, und messe den nochmal nach. Auch wiederum Basis-Kollektor und Basis-Emitter. Also der hat jetzt hier auch 0,7 knapp, 0,69. 0,69 andersrum müsste er auf jeden Fall sperren. Also OL anzeigen. Ja, zeigt hier auch was. Gut, da scheinen noch irgendwelche Kondensator parallel zu sein oder so. Und zwischen Kollektor und Emitter, da ist auf beiden Strecken auch noch was. Also ist jetzt die Frage, ob man jetzt diesen Transistor als defekt ansieht. Wenn man das jetzt so, also wenn man es so nicht rausbekommt, dann muss man natürlich auslöten und nochmal genau nachmessen. Also so kann man das erstmal nicht genau feststellen. Es kann sein, dass es so in Ordnung ist, aufgrund von parallelen Bauteilen, die dort sind. Es kann aber auch sein, dass die beiden wirklich kaputt sind und dann müssten die ausgelötet werden und nochmal nachgemessen werden. Ich werde Folgendes machen. Ich werde mal gucken, was es für Transistoren sind. Also ich hoffe, dass man da den SMD-Code erkennen kann. Ich sehe es leider so nicht, doch irgendwie Y1 oder so ist der eine, glaube ich, ne? Da ist der obere rechte jetzt Y1 und der andere, weiß ich nicht, da ist sehr viel Lack drauf. Ich werde den Lack dann eventuell mal ein bisschen abkratzen. Vielleicht kann man es danach sehen. Und dann werde ich mal gucken, was das für ein Transistor ist. Und wenn es ein normaler NPN-Transistor ist oder so, dann, ja, also ich löte ihn sicherlich auch mal aus, um zu gucken, ob der wirklich kaputt ist. Also den zweiten, den kann ich nicht erkennen, weil da Lack drauf ist und den Lack kriege ich im Moment nicht ab. Also ich werde den oberen Y1 mal auslöten und nochmal so per Hand durchmessen. Und wenn er in Ordnung ist, löte ich ihn wieder ein. Und bei dem anderen werde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, wie gesagt, ob da noch was parallel hängt. Und so werde ich da also vorgehen. Ich habe die Transistoren ausgelötet, getestet und wieder eingelötet und auch die Platine an der Stelle so ein bisschen gesäubert. Die sind in Ordnung, die Transistoren. Beide haben den Code Y1, sind also Standard-NPN-Transistoren. Der eine ist offenbar dafür da, um das Relais zu steuern und der andere den Motor. Das heißt, ich werde jetzt das komplett erstmal wieder zusammenbauen, beziehungsweise erstmal, ja, so zusammenbauen, dass man es anschließen kann. Und werde mal einen kurzen Test durchführen, ob die Sache jetzt schon damit erledigt ist und repariert ist. Ich habe das Gerät jetzt erstmal soweit zusammengebaut wieder, allerdings ohne das Plastikteil, weil ich will mal einen kurzen Test machen. Und zwar habe ich jetzt hier auch schon Netzanschluss dran und ich werde mal hier die Steckdose einschalten und will dann mal sehen, ob irgendwas sich bewegt bzw. ja, sich ergibt. Also ich schalte jetzt mal die Steckdose ein. Im Moment passiert nichts weiter, also es qualmt auch nicht, das ist schon mal sehr gut. Also die Spule scheint ja okay zu sein. Und jetzt werde ich mal hier mit der Taste einschalten, jetzt geht. Also hier kann man ein- und ausschalten. Also der Motor dreht sich und hier oben mit der roten, nehme ich mal an, kann man noch zusätzlich heizen. Ja, damit scheint es erstmal so zu funktionieren. Ich werde jetzt den Plastikdeckel natürlich raufmachen wieder, in der Hoffnung, dass ich das schaffe. Das war ja sehr stramm. Und im Anschluss daran werde ich nochmal einen Funktionstest machen. Ich habe es jetzt also geschafft, hier die Kappe wieder rüber zu ziehen. Es war sehr, sehr stramm, wie auch zu Anfang, bedingt durch diesen Gummiring. Jetzt, ja, hier die Elektronik ist wieder drin, so wie sie war. Jetzt kommt der Deckel hier noch rauf, auch mit dem Gummiring noch. Und dann werde ich nochmal einen Funktionstest durchführen und dann sollte eigentlich alles wieder gehen. So, der abschließende Funktionstest kann beginnen. Ich schalte wieder ein und jetzt läuft es hier wieder. Also die
Der Motor dreht sich hier auch und beim Heizen wird das sicherlich noch erwärmt. Also die Heizung habe ich schon vorhin gesehen, dass die aufheizt. Also das ist jetzt wieder ein ordentliches Gerät und kann wieder verwendet werden. Ja, das war es mal wieder. Weiterhin viel Spaß und tschüss.